26.10.2023, Dresden, Lothar Lange, Gazastreifen Ghetto 2023 und Warschauer Ghetto 1943, ein Synonym. Nach dem polnischen Blitzkrieg 1.9.1939 ordnete das Dritte Reich im Sommer 1940 die Errichtung des Warschauer Ghettos an. Innerstädtisch auf 3,2 Quadratkilometern mit über 360.000 Aschkenasen slawisch-turkmenischstämmigen Juden. Das Ghetto wurde mit einem 18 Kilometer langen, 3 Meter hohen Stacheldrahtzaun abgesperrt. Zum einen wurden die für nicht arbeitsfähig attestierten Menschen in die Vernichtungslager, Konzentrationslager deportiert und die arbeitsfähigen Juden gezwungen, für die Rüstungsbetriebe des Dritten Reiches kriegsnotwendige Güter herzustellen. Denn für Kriege werden vor allem zwei Dinge benötigt. Erstens Soldaten und zweitens Waffen. Deshalb hatte das Dritte Reich ein massives Interesse, so viel arbeitsfähige Juden des Warschauer Ghettos trotz existenzbedrohenden Mängeln an Medizin, Nahrungsmitteln und Wasser im Ghetto nicht kurzfristig zu liquidieren. Unmittelbar am grausamsten allerdings waren die Juden den brutalen Übergriffen der polnischen und ukrainischen Soldateska ausgeliefert. Als trotz der Ghetto-Mauern und den katastrophalen Lebensumständen im Ghetto mit eingeschmuggelten Waffen auch durch unterirdische Tunnel 1943 der Aufstand im Warschauer Ghetto ausbrach, erwiderte das Dritte Reich den bewaffneten Widerstand der Juden rundum mit ihrer Artillerie, schossen das Ghetto in Schutt und Asche und erstürmten dann mit Infanterietruppen endgültig nach zähem Kampf die Ruinen des Ghettos und vernichteten, deportierten annähernd alle Juden, ob Frau, Kind, alt, krank oder Mann. Hannah Arendt, die nun wahrlich nicht mit martialischen Tönen bislang aufgefallen war, sagte jedoch zur Niederschlagung des Aufstandes im Ghetto 1943: Endlich haben Juden nach einer über 1800-jährigen Geschichte ihrer Verfolgung und Vernichtung begriffen, selber zu den Waffen greifen zu müssen, um sich nicht mehr wehrlos den global erlittenen Judenpogromen auszuliefern. Trotz ihrer Niederlage haben diese Juden den überlebenden Juden signalisiert, ihre Geschicke in ihre eigenen Hände zu nehmen. Wäre dieser Aufstand ein sinnstiftgebendes Fanal für die Zukunft geworden, meinte Hannah Arendt. Wie die Geschichte lehrt, konnten die Juden dann 1948 nicht trotz, sondern deshalb ihren eigenen Staat Israel in Nahost deklarieren. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber reimt sich gelegentlich, sagte einst Mark Twain. So möchte ich jetzt von der zweiten Strophe der Geschichte sprechen, dem Gazastreifen-Ghetto. 1948 hatten sich die Zionisten in Israel ohne Verständigung mit den Palästinensern auf ihrem zukünftigen Staatsgebiet den Gazastreifen begonnen zu ghettoisieren, verschärften die Zionisten das Reglement der Ghettoisierung für die Palästinenser nach 1967, 1972 drastisch,
Behinderten auf dem 320 Quadratkilometer großen Terrain des Gazas eine zivilisatorische, wirtschaftliche, kulturelle Entwicklung, wodurch sich erst recht mit der Zunahme der palästinensischen Bevölkerung auf heute 2,5 Millionen Menschen semitischen Ursprungs sukzessive die Existenzbedingungen im Gaza-Ghetto verschlechterten. Hatte das Dritte Reich noch ein Interesse, die Arbeitskraft der Juden im Warschauer Ghetto zu schonen, zu erhalten, bekamen die Palästinenser im Gaza-Ghetto diese Chance für ein sicheres Überleben nicht geboten. Als Ghetto wird allgemeingültig ein Lager bezeichnet, in der eine bestimmte Ethnie mit Zäunen vom Umland abgesperrt wird. Das Dritte Reich hat circa 4 Jahre nach Kriegsbeginn das Warschauer Ghetto dem Erdboden platt gemacht. Im Gaza-Ghetto begann die weitflächige Bombardierung der Zionistenarmee bereits am nächsten Tag des Krieges und hat sich im Laufe der nächsten Tage bereits vor allem in Nordgaza, Dresden, 13. Februar, gleiche Vernichtungsspuren hinterlassen. Und da diese Zionisten nicht auf die Arbeitskraft der arbeitsfähigen Menschen im Gaza Ghetto Rücksicht nehmen müssen, denn diese Zionisten bekommen ihre Rüstungsgüter aus den NATO-Staaten geliefert, vernichten diese Zionisten Soldaten ohne Wenn und Aber, Kinder, Frauen, Alte und Männer, und deshalb ist zu befürchten, dass auf einem der bevölkerungsdichtesten Länder der Welt, der Gazastreifen mit über 2,5 Millionen Menschen, die Opferzahlen, die des Warschauer Ghettoaufstandes entsprechend im Dreisatz übersteigen werden. Sollte es den Zionisten in Jerusalem jedoch gelingen, den kompletten Genozid an den Palästinensern, den Semiten in Gaza Ghetto zu vollenden, werden zwar 2,5 Millionen Palästinenser tot sein oder deportiert worden sein, doch die Palästinenser in Israel und im Westjordanland, die zig Millionen Palästinenser in der Diaspora weltweit und alle Muslime auf der Welt, 1,2 Milliarden Menschen, werden wie die Juden nach dem Warschauer Ghettoaufstand 1943 nach der Vernichtung der Muslime im Gaza-Ghetto wie die Judenzionisten ihre entsprechende Lehre ziehen und handeln. Gleich der Hydra wird dem abgeschlagenen Kopf der Hamas eine Vielzahl weiterer Freischärlerorganisationen gegründet werden, solange es keine Zwei-Staaten-Regelung für Palästina und Israel gibt. Die westliche Wertegemeinschaft, das christliche Abendland, wird, wie bei Oswald Spengler Untergang des Abendlandes hinlänglich beschrieben wurde, zu den Verlierern gehören.